Also ich würde gerne hier noch mal ganz kurz, weil aus dieser PK schon rausgetwittert wird, ich möchte gerne noch mal betonen, die USA sind ein wichtiger Bündnispartner. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur vermutlich vorletzten Regierungspressekonferenz dieses Jahres. Wir begrüßen als unsere Gäste die stellvertretenden Regierungssprecher Ulrike Demmer und die Sprecher und Sprecher der Ministerien. Und wir wollen an dieser Stelle zunächst einmal uns dem Thema Steinkohle widmen. Frau Demmer, bitte. Genau, heute stellen ja die letzten deutschen Bergwerke Prosper-Haniel und Ibbenbüren ihre Steinkohleförderung ein. 200 Jahre sind dort Steinkohle gefördert worden. Damit geht in Deutschland eine bedeutende Ära zu Ende. Es war für die Region eine prägende Zeit. Die Steinkohle ermöglichte eine Industrialisierung der Region und mit ihr den Wohlstand in ganz Deutschland. Dies gilt es zu würdigen, denn wir profitieren alle und sei es nur indirekt bis heute davon. Haben wir dazu Fragen? Herr Lange, bitte. Ja, an Frau Demmer oder an das Wirtschaftsministerium. Ist die Bundesregierung der Meinung, dass die Folgen der Schließung des Steinkohlebergbaus ausreichend abgefedert worden sind? Und in dem Zusammenhang die Zuwendungsbescheide, die vom Bund gezahlt werden, hat sich da eigentlich in der letzten Zeit noch was erhöht? Ich finde die Zahlen jetzt nicht so schnell, aber es waren 900 noch was Millionen für dieses Jahr und 700 noch was Millionen für 2019. Also muss da noch zugeschossen werden. Danke. Da würde ich das Wirtschaftsministerium. Zu den aktuellen Zahlen, also die kann ich Ihnen dann gerne auch noch nachreichen. Die werden immer nachschüssig ja ausgereicht. Und das heißt, für 2018 sind es jetzt hier nach meinem Stand, nach dem Subventionsbericht der Bundesregierung, knapp 940 Millionen Euro. Und sonst noch konkrete Zahlen jetzt oder? Auch gerne einfach eine grundlegende Einschätzung, ob, wie gesagt, diese Maßnahmen, die da getroffen worden sind, ob die ausreichen, wirklich den Arbeitsplatzverlust und so weiter, den Strukturwandel in den Regionen aufzufangen. Also Strukturwandel haben wir ja auch gerade noch an anderer Stelle, eine Kommission, die darüber berät. Und diese Beratung müssen wir jetzt abwarten. Das setzt das Ganze natürlich auch nochmal in einen größeren Kontext. Da ist auch das Thema Steinkohle mit drin. Und ich gehe davon aus, dass das erstmal der Fall ist, ja. Herr Jordens? Ich habe ganz unterschiedliche Zahlen gesehen, wie hoch die Subventionen über die Jahre waren. Gibt es denn da irgendwie eine abschließende Zahl von der Bundesregierung? Wie viele 100 Milliarden in die Subventionen von Steinkohle in Deutschland geflossen sind? Es gibt die Zahlen aus dem Subventionsbericht der Bundesregierung, die einsehbar sind. Ich kann Ihnen jetzt keine Gesamtsumme nennen. Also man kann das natürlich addieren. Das kann ich Ihnen auch gerne nachreichen. Ansonsten können Sie die Zahlen einsehen. Diese Zahlen, belastbare Zahlen, haben wir ab 1998, weil in dem Zeitpunkt die Finanzierung auf direkte Haushaltsfinanzierung umgestellt wurde. Für den Zeitraum davor kann ich Ihnen keine belastbaren Zahlen nennen. Es gibt da Schätzungen, das sind aber nicht unsere Schätzungen, sondern von Wirtschaftsprüfungsinstituten. Und die machen wir uns nicht zu eigen, aber ja, deshalb eine insgesamte Zahl kann ich Ihnen nicht nennen, leider. Gut, dann warte ich auf die Nachrichten. Danke. Dazu jetzt keine weiteren Fragen. Dann habe ich aber Herrn Jordens mit einem anderen Thema. Ich hätte eine Frage zu der Ankündigung des US-Präsidenten, die US-Truppen aus Syrien zurückzuziehen und der Andeutung, dass auch in Afghanistan starker Truppen Abzug stattfinden soll. Ich wollte wissen, Frau Demmer oder Herr Floßdorf, welche Auswirkungen denn die Entscheidung der USA hat auf die Mission der Bundeswehr in der Region Syrien bzw. Afghanistan und ist denn aus der Meinung der Bundesregierung der IS besiegt? Also vielleicht fange ich mal an. Die Bundesregierung hat die Entscheidung der USA über die sie vorab nicht informiert worden ist, zur Kenntnis genommen. Als Verbündeter und Teil der Anti-IS-Koalition hätten wir vorherige Konsultationen mit der US-Regierung über einen Abzug der US-Truppen als hilfreich empfunden.
Vom sogenannten Islamischen Staat geht aus Sicht der Bundesregierung auch weiterhin Gefahr aus, auch wenn die Terrororganisation weite Teile des vormals von ihr kontrollierten Territoriums inzwischen verloren hat. Für einen endgültigen Sieg über den IS bleibt aber noch viel zu tun, mit militärischen und mit zivilen Mitteln. Der angekündigte Abzug der USA aus Syrien hat zudem das Potenzial, die Dynamik in diesem fast 8 Jahre dauernden Konflikt erneut zu verändern. Es ist wichtig, dass alle Parteien bezüglich des politischen Prozesses im Dialog bleiben und den nötigen politischen Willen zur Lösung des Konfliktes aufbringen. Ein erster wichtiger Schritt wäre da die Einrichtung eines Verfassungskomitees, über das wir hier auch schon gesprochen haben und über dessen Zusammensetzung nun bereits seit fast einem Jahr unter Vermittlung der Vereinten Nationen verhandelt wird. Eine glaubwürdige, ausgewogene, inklusive Zusammensetzung des Verfassungskomitees ist bisher nicht zustande gekommen. Auch hier müssen aber die Bemühungen weiter fortgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund möchte ich die Gelegenheit nutzen, die Bundesregierung dankt dem scheidenden VN-Sondergesandten für Syrien, Staffan de Mistura, für seine Arbeit in den zurückliegenden Jahren und wünscht seinem Nachfolger allen Erfolg. Eine Nachfrage an Herrn Floßdorf. Also ich weiß, die Bundeswehr ist nicht in Syrien selbst aktiv, aber es gibt ja die über Syrien. Die über Syrien Flüge. Gibt es da irgendwelche sofortigen Ausrufe? Ja, ich kann das gerne mal von meiner Seite aus auch noch mal sagen. Also vorweg, jetzt die Mandate sind jetzt davon nicht unmittelbar berührt und betroffen. Möchte aber generell was dazu sagen, dass aus Sicht des Verteidigungsministeriums und auch der Bundesministerin die Aufgabe, den IS zu bekämpfen und Stabilität auch für Syrien wie auch den Irak zu fördern, noch nicht erledigt ist und sicherlich weiter auch großer Anstrengungen bedarf. Und das ist nach unserer Wahrnehmung auch Konsens unter den Partnern in der Koalition gegen den IS-Terror. Die Aufgaben der Koalition bleiben und auch das gemeinsame Interesse, ein Wiederaufflammen des IS-Terrors zu verhindern. Die Entscheidung des US-Präsidenten, die hat nicht nur militärische Konsequenzen, sondern vor allem auch Bedeutung für den politischen Prozess. Die internationale Staatengemeinschaft, die wird jetzt sehr klug damit umgehen müssen, aus Sicht der Bundesverteidigungsministerin, dass sich Assad und seine Verbündeten Russland und Iran gestärkt fühlen. Und klar ist aber auch auf der anderen Seite, dass der Wiederaufbau der Region ohne eine massive Unterstützung von außen nicht möglich sein wird. Hierin liegt Europas Stärke und umso wichtiger wird es sein, dass wir Europäer im politischen Prozess nun an jedwede Unterstützungsleistung auch klare Bedingungen knüpfen. Herr Pastor. In dem Zusammenhang ist ja auch der US-Verteidigungsminister Mattis zurückgetreten. Er hat das verbunden mit dem Hinweis, wie wichtig Bündnispartner für die USA seien. Ist die Bundesregierung besorgt wegen des Rücktritts von Herrn Mattis und sieht sie in den USA noch einen verlässlichen Bündnispartner? Also wir haben das zur Kenntnis genommen und ich möchte hier nochmal ausdrücklich betonen, dass wir mit dem amerikanischen Verteidigungsminister Mattis immer sehr vertrauensvoll und gut zusammengearbeitet haben. Nachfrage vielleicht an Herrn Floßdorf. Herr Mattis war ja besonders ein wichtiger Ansprechpartner für Verteidigungsministerin von der Leyen. Ist sie erschrocken, schockiert über den Rücktritt? Die Ministerin bedauert die Ankündigung sehr. Der amerikanische Verteidigungsminister Jim Mattis ist immer ein verlässlicher Stabilitätsanker in der NATO gewesen und auch ein Garant für die transatlantischen Beziehungen. Und natürlich liegt schon in der Natur des Amtes, die USA haben eine überragende Rolle für die Sicherheitsarchitektur in der Welt, tragen da auch eine überragende Verantwortung. Deswegen ist es wichtig aus Sicht der Ministerin, dass auch möglichst zügig auch Klarheit über die Nachfolge und den künftigen Kurs dort auch herrschen wird. Herr Jung. Ja, zu den militärischen Konsequenzen, Herr Floßdorf, die Sie angesprochen haben. Die amerikanische Seite hat auch Reuters gesagt, dass die Anti-ISIS-Koalition, also die
Tornado-Einsätze, wo die Bundeswehr zum Beispiel beteiligt ist, auch zu Ende gehen wird. Wissen Sie da schon mehr? Also der Truppenabzug ist ja das eine, was verkündet wurde. Wissen Sie heute schon, ob auch zum Beispiel der Tornado-Einsatz zwangsläufig beendet wird? Also es gibt ja eine ganze Koalition gegen den IS-Terror. Die Haltung des Verteidigungsministeriums habe ich Ihnen gerade dargelegt. Mir sind solche Informationen nicht bekannt. Das deutsche Mandat ist nicht direkt davon betroffen. Soweit ich weiß, beziehen sich jetzt auch die Äußerungen, die mir bekannten Äußerungen von amerikanischer Seite, beziehen sich jetzt auch nicht auf mögliche Einsätze von Verbündeten. Aber wenn die Amerikaner dann nicht mehr mitfliegen, dann macht ja quasi der deutsche Tornado-Einsatz ja auch wenig Sinn, oder? Oder betanken Sie auch Tornados betanken nicht, Herr Jung. Die machen Fotos. Ja, aber es gibt ja auch die Luftbetankung. Die gibt es auch, aber es fliegen ja auch nicht nur Amerikaner, sondern es fliegen ja auch andere Flugzeuge. Also es würde ohne die Amerikaner gehen? Herr Jung, das sind jetzt alles reine Spekulationen, da ich auch den amerikanischen Äußerungen bisher nicht entnehme, inwieweit sich das jetzt in der Breite auf das amerikanische Engagement für die Region erstreckt, möchte ich auch mit Ihnen überhaupt gar nicht an dieser Stelle hier spekulieren. Ich kann Ihnen nur sagen, derzeit unmittelbar ist das deutsche Engagement und das deutsche Mandat nicht von den bisherigen Ankündigungen betroffen. Vielleicht kann ich da ergänzen, dass aus unseren Gesprächskontakten mit Washington, die wir in den letzten zwei Tagen sehr intensiv haben, auch nicht der Anschein, also auch nicht die Aussage getroffen wurde, dass die amerikanische Seite sich jetzt aus der Anti-IS-Koalition ihre Arbeit dort plant zu beenden. Wir sind mit der amerikanischen Seite in Kontakt. Es gibt viele Fragen, die wir haben, und wir stimmen uns eng mit der Syria Small Group ab. Wir stimmen uns eng mit unseren europäischen Nachbarn ab, und auch mit den Partnern in der Region wird die Abstimmung zu suchen sein. Und ich glaube, wir müssen uns in den nächsten Tagen in Ruhe einfach anschauen, welche möglichen Konsequenzen das für das Gesamtgefüge in der Region und für unser Engagement und das Engagement der verschiedenen Organisationen dort haben wird. Herr Devs. Frau Demmer, Sie hatten ja eben gesagt, dass die Bundesregierung eine vorherige Information durchaus für hilfreich gehalten hätte. Das ist ja schon jetzt in diplomatischer Sprache eigentlich eine relativ scharfe Rüge gegenüber den USA. Gab es denn da auch seitens der Bundeskanzlerin nochmal ein Gespräch mit Herrn Trump oder Bemühungen, da auch noch mal weitere Aufklärung zu haben oder eben auch klarzumachen, dass vielleicht bei weiteren Abzügen aus irgendwelchen relevanten Regionen vielleicht auch der deutsche Bündnispartner gerne vorher informiert werden würde? Und dann noch mal die Frage aufgenommen von Herrn Kollegen Brössler, die Frage nach dem verlässlichen Bündnispartner. Sieht die Bundesregierung tatsächlich noch die USA als einen verlässlichen Bündnispartner an? Also vielleicht die zweite Frage zuerst. Wie Sie wissen, stehen Europa und die USA im 21. Jahrhundert zahlreichen Herausforderungen gegenüber. Und es ist die tiefe Überzeugung der Bundesregierung, dass es im deutschen, aber auch im amerikanischen Interesse liegt, dass wir diese Herausforderungen gemeinsam meistern. Es gibt eine tiefe Freundschaft zwischen Deutschland und den USA, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat. Und der umfassende Bestand gemeinsamer Werte ist dafür die Basis. Und bei allen Themen, wie jetzt auch diesem, bei denen wir bekanntermaßen eben nicht immer einer Meinung sind, geht es einfach am Ende darum, eine gemeinsame Lösung zu finden. Herr Feld? Moment, Nachfrage, bitte. Ja, die eine Frage war noch nicht beantwortet, ob es Versuche gegeben hat, der Kanzlerin nochmal mit Herrn Trump zu reden. Davon kann ich Ihnen nichts berichten. Eine Frage an Herrn Flossdorf zum möglichen Abzug aus Afghanistan. Welche Konsequenzen könnte das haben für die Mission Resolute Support? Bedeutet das, dass andere NATO-Partner das dann auffüllen müssen, und käme das eventuell dann auch auf die Bundeswehr zu? Also ich weiß nicht, auf welchen Kenntnisstand Sie sich jetzt berufen. Ich habe bisher nur Spekulationen aus den Medien. Die Ministerin war ja Anfang der Woche noch vor Ort in Afghanistan, hat dort sehr hoch engagierte US-Truppen erlebt und auch mit dortigen Verantwortlichen gesprochen.
Ganz klar ist nur, die afghanischen Sicherheitskräfte, die werden weiter Unterstützung brauchen. Und gerade jetzt, da Gespräche mit den Taliban im Gange sind, kommt es darauf an, dass die Koalition auch verlässlich ist und Standfestigkeit zeigt. Frau Hasenkamp. Noch eine kurze Nachfrage zum Thema Mattis. Wann hat denn die Ministerin davon erfahren aus den Medien oder war da auch ein Überraschungsmoment? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß, dass sie es gestern Abend erfahren hat. Herr Jessen. Ich habe zwei Fragen. Zum einen, wenn der US-Präsident sagt, IS sei besiegt, andere sagen, es sei nicht, gibt es irgendwo definierte gemeinsame Kriterien, wann man von einem Sieg über den IS sprechen kann, beziehungsweise hat die Bundesregierung definierte Kriterien, die sie uns mitteilen kann? Und zum Zweiten, ich weiß nicht, ob das Auswärtige Amt da zuständig wäre, was bedeutet der Rückzug der US-Truppen für die Situation der Kurden? Die US-Truppen haben ja insbesondere auch die Kurden geschützt, jetzt wären die dann eher ungeschützt. Was bedeutet das für deren Situation? Dann auch wiederum vielleicht im Verhältnis zur Türkei, das ist ja ebenfalls ein Spannungsverhältnis. Also vielleicht kann ich vorab sagen, also der IS ist weitgehend zurückgedrängt, das Territorium weitestgehend eingeengt, die Strukturen im Wesentlichen zerschlagen. Dennoch ist er immer noch eine Gefahr für den Weltfrieden und besitzt die Fähigkeit, aus dem Untergrund heraus Terroranschläge auszuführen. Und wo liegt der IS in Syrien? Das sind Gebiete in Ostsyrien, wo der IS in den Untergrund gegangen ist. Und das ist auch ganz besonders noch das Euphrattal, wo man sieht, dass es auch seit Monaten noch erbitterte Kämpfe mit dem IS gibt. Zu Ihrer zweiten Frage. Wir finden es wichtig, das hat der Bundesaußenminister gestern auch deutlich gemacht, dass es einen politischen Prozess gibt und hoffentlich ein Verfassungskomitee, was zustande kommt und diesen Prozess voranbringt. Denn auch und gerade jetzt ist es aus unserer Sicht absolut prioritär, dass die Lage dort nicht weiter eskaliert. Und ja, das richtet sich auch an die Türkei, von der wir hoffen und wo wir es prioritär finden, dass die Türkei auch in dieser Situation jetzt möglichst verantwortungsvoll handelt. Und das ist ein Appell, den wir auch unseren türkischen Gesprächspartnern in geeigneter Weise dieser Tage übermitteln. Wir hoffen, dass es dort zu keiner militärischen Eskalation kommt, denn eine solche Eskalation wäre das Gegenteil davon, die Lage dort jetzt ruhig zu halten und hin auf einen politischen Prozess zu arbeiten. Wir denken auch, dass auch der türkischen Seite bewusst ist, dass diese Fragen, die die Amerikaner dort jetzt aufgeworfen haben durch ihren Rückzug, auch übergeordnete Fragen der Stabilität dieser gesamten Nah- und Mittelostregion betreffen und dass auch diese Stabilität auf dem Spiel steht, wenn nicht alle Seiten verantwortungsbewusst handeln. Und deshalb appellieren wir eben, dass unser Ziel ist es, dass die ohnehin schon schwierige Lage in Syrien jetzt nicht noch schwieriger und komplizierter werden dürfte und dies könnte auch in niemandes Interesse sein, finden wir, und das ist eine Botschaft, die wir auch überbringen. Nachfrage an Frau Demmer. Was Sie beschrieben haben, die Fähigkeit zu terroristischen Anschlägen, die ist ja sozusagen ewig gegeben, solange es Menschen und welche Netzwerke auch immer gibt, die sich einer IS-Ideologie verbunden fühlen. Meine Frage, bedeutet das, dass es tatsächlich über definierbare Kriterien, wann man den IS in der Form, wie er sich jetzt zu konstituieren versucht, dass es einen solchen Set von definierten Kriterien, wann der besiegt sei, nicht gibt? Kann ich was zu sagen? Bekomme ich gerade. Es gibt eine gemeinsame Definition dieser Kriterien in den Guiding Principles der Koalition vom März. Und ist etwas länger Englisch. Enduring defeat will come when ISIS Daesh no longer has safe havens from which to operate. One, when it no longer poses a threat to our homelands. Two, and when it can no longer convey its ideology of hate globally. Recognizing that we are at that inflection point where we must sustain attention to Iraq and Syria to secure our significant gains while simultaneously adapting our footing to curb ISIS, Daesh global ambitions, we offer these guiding principles as our vision for the future of this coalition. Können Sie noch sagen, wo wir das finden, wenn wir es uns jetzt nicht auswendig? März 2018, Guiding Principles der Koalition.
Herr Jordans. Ja, Frau Demmer, auch die Frage des Kollegen gerade, ob es die Bundesregierung die USA noch als verlässlichen Bündnispartner sieht, haben Sie nur auf die vielfältigen Herausforderungen angesprochen. Ist dem denn so? Sehen Sie die USA als verlässlichen Bündnispartner nach dieser Entscheidung? Also ich kann mich einfach nur noch mal wiederholen. Also natürlich gibt es mit diesem Partner bekanntermaßen auch Differenzen, die gilt es anzusprechen und da gemeinsame Lösungen zu finden. Also kein uneingeschränktes Ja. Die USA sind ein wichtiger Partner. Es gibt eine tiefe Freundschaft zwischen den USA und Deutschland. Und über die Differenzen muss gesprochen werden. Die habe ich ja eben auch angesprochen. Trotzdem sind wir gemeinsam immer auf der Suche nach Lösungen. Herr Jung, mit der letzten Frage zu diesem Thema? Oder ja. Auch noch zu diesem Thema? Okay, dann vorletzte Frage. Frau Adebar, zur türkischen potenziellen militärischen Eskalation. Die gab es ja schon Anfang des Jahres, als sie Afrin eingenommen haben. Da hat die Bundesregierung bis heute uns nicht abschließend ihre völkerrechtliche Bewertung dieses Angriffs nennen können. Können Sie das mittlerweile uns mitteilen? Und es gibt ja auch andere Bewertungen in der Welt, die begrüßen, dass die USA sich aus dem Nahen Osten, aus dem Mittleren Osten zurückziehen, da die USA seit dem Zweiten Weltkrieg wie kein anderes Land diese Region beeinflusst, teilweise zerstört hat. Also die Haltung können Sie überhaupt nicht nachvollziehen, korrekt? Sie bedauern den Rückzug. Also Herr Jung, ich glaube, wir haben oft über die Lage in Afrin gesprochen und darüber gesprochen, dass es nicht darum geht, dass wir oder um die Grundlagen, die man braucht, um eine völkerrechtliche Bewertung abzugeben. Dass es dazu Fakten und einer Bewertung eine bestimmte Grundlage braucht. Aber, und das wiederhole ich gern nochmal, wir haben regelmäßig unterstrichen, dass die Türkei bei allem, was sie tut in Syrien, die Bestimmungen zum Schutz der Zivilbevölkerung und nach dem humanitären Völkerrecht unbedingt einhalten muss. Und dass wir seit dieser Zeit stehen und standen in engem Kontakt mit der türkischen Regierung und dass wir der Überzeugung sind, dass die Türkei die Durchsetzung ihrer Sicherheitsinteressen ganz besonders auf politischem und nicht auf militärischem Wege vornehmen sollte. Wir haben der Türkei von Anfang an deutlich gemacht, dass ihr Eingreifen in Afrin sich auf das Notwendige und Erforderliche beschränken muss und dass wir auch das Wort und das Prinzip der Verhältnismäßigkeit dort gewahrt bleiben muss. Auch das weiß die Türkei, ebenso wie auch der Schutz der Zivilbevölkerung eine ganz große Rolle spielt. Die Frage dazu, wie es möglicherweise eine türkische Rolle in den nächsten Wochen ist, hatte, glaube ich, Herr Jessen schon gestellt und darauf hatte ich schon geantwortet. Aber haben denn demnach die Türken in Sachen Afrin den Schutz von Zivilisten und das humane Völkerrecht eingehalten? Also war das verhältnismäßig, was Sie uns gerade gesagt haben, was Sie sich gewünscht haben? Haben Sie das geprüft? Ich habe Ihnen eine politische Aussage gerade gemacht und eine rechtliche Aussage treffe ich hier nicht, weil sie nicht zu treffen geht, weil es eine Grundlage dafür geben muss, um solche Aussagen zu treffen. Das ist eine Situation, die in der Türkei und wie wir in den letzten Tagen sehen, auch in Nordsyrien fluide ist. Und die politischen Aussagen, die aus Sicht der Bundesregierung zu treffen sind, habe ich gerade gemacht. Abschließend, Herr Lohse. Bitte, Moment, lass mal das klären. Was war das für eine andere Frage? Die Rolle der USA war noch. Frau Adebar. Die Rolle der USA. Es gibt auch die internationale Gemeinschaft ist ja teilweise auch froh, dass die USA abziehen aus dem Mittleren Osten. Also ich glaube, was wir zu dem Abzug der amerikanischen Truppen aus Syrien zu sagen hatten, hat der Bundesaußenminister gestern gesagt und das haben wir weitlich ausgeführt. Dann ist Herr Lohse dran. Herr Flusdorf, unabhängig von, wie Sie sagten, Gerüchten oder genaueren Informationen über das, was die Amerikaner im Fall Afghanistan planen, könnten Sie uns bitte mal sagen, wie wichtig heute die Präsenz der amerikanischen Truppen für den Bundeswehreinsatz in Afghanistan ist? Also ich würde gerne hier noch mal ganz kurz, weil aus dieser PK schon rausgetwittert wird, ich möchte gerne noch mal betonen, die USA sind ein wichtiger Bündnispartner. Und
Und an Herrn Flosdorf ging jetzt die Frage, wie wichtig die USA als Bündnispartner in Afghanistan konkret sind. Ja, ich glaube, da kann ich nahtlos anschließen an diese Äußerung der Kollegin. Ja, sicher, natürlich für die USA stellen ein ganz wesentliches Kontingent für diesen Einsatz. Sie stellen den Kommandeur. Sie bilden das Rückgrat des internationalen Engagements in Afghanistan. Das ist ein wirklich unverzichtbarer Partner. Ich möchte aber hier auch mal betonen, auch die Gerüchte und Spekulationen, über die wir jetzt alle in der Presse lesen konnten, die beziehen sich auch nur auf eine Reduktion amerikanischer Streitkräfte in Afghanistan und nicht auf mehr. Trotzdem, es bleibt ein gemeinsames Interesse. Es sind nicht umsonst so viele Dutzende Nationen in Afghanistan engagiert, auch militärisch in der Ausbildung der Sicherheitskräfte, weil allen bewusst ist, dass diese Sicherheitskräfte nachhaltig Unterstützung benötigen. Ich habe es eben auch noch mal gesagt, es ist jetzt auch sehr wichtig. Wir erleben irgendwie parallel ein politisches Ringen und Gespräche und auch ein militärisches Ringen der afghanischen Sicherheitskräfte mit den Taliban. Beides findet parallel statt, der Aussöhnungsprozess, der politische Prozess und das militärische Tauziehen, das im Moment in einem Patt besteht. Amerika ist für alle Partner, die in Afghanistan aktiv sind, ein sehr, sehr wichtiger Partner. Und nach unserem Empfinden, und so war das auch immer gewesen, in der Zusammenarbeit mit unseren Freunden aus den USA, unseren Partnern in Afghanistan, bestand darüber auch immer ein sehr hohes Bewusstsein, welche Verantwortung jeder in diesem Bündnis trägt. Und wir sind alle immer achtsam damit umgegangen. Zusatz, gibt es aktive Bemühungen von Ihrer Seite, aus den Gerüchten Informationen zu machen, also in Amerika nachzufragen, was dahinter steckt? Und zweitens, wie viel Rückzug könnten Sie denn verkraften? Also das Zweite möchte ich gar nicht hier spekulieren, solange da keine konkreten Pläne vorliegen. Wir haben bisher diese Signale nicht. Selbstverständlich sprechen wir mit unseren Ansprechpartnern in den Vereinigten Staaten. Das geschieht sicherlich auch auf Ebene anderer Stellen in der Bundesregierung. Die Informationen, die gleichen wir miteinander ab. Wir fragen nach und wir warten auf das, was offiziell ist, das, was handfest ist, und ergehen uns hier vorher nicht in Spekulationen. Also Sie können auch davon ausgehen, dass der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für Afghanistan und Pakistan, Markus Potzel, sich natürlich mit amerikanischen Stellen ins Gespräch und ins Benehmen setzen wird, um einfach dort um Aufklärung der offenen Fragen. Im Moment, das sind Medienberichte, bemüht. Gut, dann sind wir damit durch. Und jetzt geht es darum, wie wir inhaltlich die zweite Hälfte unserer Pressekonferenz gestalten. Ich habe hier neue Themen angemeldet bisher von Herrn Lange, Herrn Bauchmüller, Frau Timofefer, Herrn Lohse, Herrn Reiche, Frau Lindner, Herrn Grimm und Herrn Jung. Soweit. Die Frage war das. Die Frage war das. Dann ist das gestrichen. Aber Herr Jordans kommt noch dazu. Dann fangen wir mit Herrn Lange an. Bitte schön. Ich hätte gerne das Verkehrsministerium zum Thema Drohnen gefragt, also der Fall Gatwick. Gibt es Auswirkungen direkt auf den Flugverkehr auch in Deutschland, die Sie irgendwie feststellen können? Und können Sie allgemein noch mal was zur Sicherheitslage, was Drohnen angeht, auf deutschen Flughäfen sagen? Danke. Gerne. Ich fange jetzt mal mit dem allgemeineren Part mal an. Und zwar Drohnenaufstiege und Flüge sind also über einem Flughafengelände verboten. Gleiches gilt auch für die Sicherheitszone von 1,5 Kilometer um das Flughafengelände selbst beziehungsweise um den Flughafenzaun auch herum. Verstöße gegen diese Regel sind als gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr definiert. Ein Verstoß gegen diese Verbotsregel ist Strafbestand, der in Deutschland gemäß § 315 StGB mit einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren geahndet werden kann. Die deutsche Flugsicherung informiert auch schon seit mehreren Jahren intensiv zum Thema richtiger Drohnenflug und veröffentlicht auch die Sichtungszahlen und warnt vor dem Einsatz von Drohnen an Flughäfen. Für die Überwachung selbst sind die Sicherheitsbehörden zuständig.
Auch das BMVI hat sich dem Thema auch angenommen, ob da Drohnen immer beliebter werden, privat wie gewerblich. Und sie bieten natürlich auch sowohl einmal ein großes Innovationspotenzial, aber auch je mehr Drohnen aufsteigen, desto natürlich größer wird auch die Gefahr natürlich von Kollisionen oder Abstürzen. Deswegen wurde im Jahr 2019 der Betrieb von Drohnen deshalb neu geregelt. Die Verordnung ist seit dem 7. April 2017 auch in Kraft. Ziel von der Verordnung war es, so einmal mehr oder weniger Chancen zu eröffnen für diese Technologie, aber natürlich auch auf jeden Fall die Sicherheit im Luftraum dadurch auch zu erhöhen. Das heißt, mehr Schutz auch nur für die Privatsphäre, sowie auch Vorteile für die gewerblichen Nutzer. Was damals auch neu eingeführt wurde, war, dass die Sicherheit einmal dadurch noch verbessert wurde, indem man klare Regeln zum Betrieb eingeführt hatte, unter anderem auch die Kennzeichnungspflicht für Geräte ab 0,25 Kilogramm sowie die Kenntnisnachweise für Geräte ab 2 Kilogramm. Gatwick, also hat das Auswirkungen? Und wenn Sie dieses, das so referieren, haben Sie eine Statistik, ob die Zahl von Drohnenvorfällen, sage ich jetzt mal, in irgendeiner Form zugenommen hat? Gibt es da eine Zahl? Eine genaue Zahl liegt mir nicht vor, wobei man auch solche Zahlen natürlich immer ins Verhältnis setzen muss, über die auch die steigende Anzahl auch von Drohnen selbst. Die ist natürlich in den letzten Jahren auch sehr stark gestiegen, aber die genauen Zahlen von den vergangenen Jahren liegen mir nicht vor. Aber die deutsche Flugsicherung kann hier gerne Auskunft geben. Also wenn nicht gefragt wird. Bitte. Ich kann gerne ergänzen, aus Sicht der Sicherheitsbehörden. Zunächst mal würde ich gerne eine allgemeine Bemerkung machen. Nach § 8 des Luftsicherheitsgesetzes ist der Betreiber eines Flugplatzes zum Schutz des Flughafenbetriebs vor Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs verpflichtet. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass allgemein in der Sicherheitslandschaft das Einwirken von Drohnen auf bestimmte Situationen, bestimmte Szenarien kein neues Thema ist. Es gibt bereits seit mehreren Jahren eine zentrale Forschungsstelle beim Bundeskriminalamt, die sich sowohl szenarienbasiert als auch technikbasiert mit diesen Szenarien beschäftigen. Und es gibt in der deutschen Sicherheitslandschaft selbstverständlich auch entsprechende Führungs- und Einsatzmittel für solche Szenarien. Dazu, Herr Gümpel. Ja, ich wollte Sie noch mal fragen, nach dem Vorfall von Gatwick sind denn jetzt stärkere Anstrengungen unternommen worden, um die Flughäfen zu schützen? Gibt es da vielleicht Anfragen an die Bundespolizei, von den Flughafenbetreibern? Wird man da jetzt in den nächsten Tagen vielleicht mehr unternehmen? Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen was dazu sagen. Also es ist natürlich so, dass vor dem Hintergrund der jüngsten Geschehnisse in Gatwick ist die Diskussion natürlich noch mal etwas befördert worden. Es sind viele Beteiligte betroffen. Da beteiligen sich natürlich auch die Luftsicherheitsbehörden an den Gesprächen. Konkrete Ergebnisse kann ich aber hier an der Stelle noch nicht bekannt geben. Was die Sicherheitsmaßnahmen angeht, kann ich nur sagen, die sind gleichbleibend hoch. Es ist nicht so, dass wir bestimmte Vorfälle benötigen, um das Sicherheitsniveau an Flughäfen in irgendeiner Weise zu justieren, sondern dass die Sicherheitsmaßnahmen, die getroffen werden, sind auf einem gleichbleibend hohen Niveau. Herr Zweigl. Nachfrage, Herr Alter oder Frau Buser, ich weiß nicht, wer zuständig ist. Welche Möglichkeiten gibt es denn, Drohnen aus dem verbotenen Luftraum fernzuhalten oder beziehungsweise schon im Vorfeld festzustellen, da fliegen Drohnen an, hier müssen wir was tun. Denn wenn die im Luftraum sind, ist es meist schon zu spät, weil die ja gerade bei Anfliegen oder startenden Flugzeugen erhebliche Schäden anrichten können. Da kann ich gerne ein bisschen noch was erklären. Und zwar, Ziel ist es, dass es mit EU-Regelungen im kommenden Jahr für alle in der EU zugelassenen Drohnen die notwendige Hard- und Software vorgeschrieben werden soll. Zum einen, um diese besser zu lokalisieren und zum anderen auch schon Verbotszonen, möglicherweise Überflugzonen auch mehr oder weniger einrichten zu können. Und da laufen derzeit auch die Absprachen innerhalb der EU. Aber es gibt kein so eine Art Präventivprogramm, denn ich kann ja bestimmt solche Programme sich ausschalten, so eine Kennung ausschalten und kann in unredlicher Absicht in den Luftraum eindringen. Genau, und darauf zieht das Ganze ja auch an, indem man halt über Chips oder andere Technologien ermöglicht, solche Zonen einzuprogrammieren, indem die Drohne erkennt, dass es sich einem Bereich nähert und deswegen auch abgeschaltet wird. Herr Grimm, bitte. Frau Buse, noch mal eine Frage für diesen Drohnenführerschein oder die Registrierung. Wo werden denn diese Daten hinterlegt und
für die Drohnen ab 0,25 Kilogramm. Wer prüft denn dann letztendlich diese Daten oder wer hat darauf Zugriff? Wird man da eingetragen mit Ausweisnummer oder Adresse? Wie läuft denn das praktisch ab? Also für die Überwachung der Einhaltung der luftverkehrsrechtlichen Vorgaben ist für die Luftaufsicht zuständigen Stellen der Bundesländer zuständig und die überprüfen das auch. Und wissen Sie, also ganz praktisch, ich gehe heute Nachmittag in den Laden, will mir eine Drohne kaufen, die mehr als 250 Gramm wiegt. Was kommt denn dann auf mich zu? Also dieser Kenntnisnachweis, von dem wir gesprochen haben, gilt erst für Geräte ab 2 Kilogramm. Aber die Registrierung ist doch auch bei kleineren der Fall, oder? Genau, die Kennzeichnungspflicht selbst an der Drohne, diese Plakette selbst, ist ab 250 Gramm genau notwendig. Genau, und da wollte ich nochmal fragen, was heißt diese Kennzeichnungspflicht? Werde ich dann irgendwo eingetragen als Käufer? Wird da vermerkt, wer die Drohne gekauft hat? Und gibt es da ein Register? Ich meine, sonst würde das Ganze ja keinen Sinn machen. Genau, also wie gesagt, für diese Kennzeichnungspflicht selber sind halt auch die Länder zuständig. Die Länder selber haben auch verschiedene Stellen, zu denen man hingehen, die informieren auch und die nehmen natürlich auch die gemeldeten Drohnen natürlich auch in den Register auf. Dann haben wir das geklärt für die Zweigler. Sorry. Wenn ich darf, Herr Alter, gibt es denn ganz schlicht gefragt Möglichkeiten, solche Drohnen, die doch in den Luftraum eindringen, abzufangen, Klartext auch abzuschießen? Ich hatte ja eben schon mal darauf verwiesen, dass das Bundeskriminalamt schon seit einigen Jahren an verschiedenen Szenarien forscht. Und es ist einfach schlicht schwierig, diese Frage pauschal zu beantworten. Es kommt darauf an, über welches Szenario wir reden. Es kommt darauf an, welche Technik verwendet wird. Es kommt auf das Gesamtumfeld an, auf den Kontext. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt spezifische Einsatzmittel, mit denen auch solche Szenarien begegnet werden kann. Aber eine pauschale Antwort ist schlicht nicht möglich. Herr Lange. Ich möchte Herr Alter noch mal nachfragen, weil Sie vorhin sagten, vor dem Hintergrund, Gatwick sei die Diskussion noch einmal befördert worden. Heißt das, dass es ein konkretes Treffen gab infolge von Gatwick? Also, ja. Also, dass es konkrete Treffen jetzt schon gab, ist mir nicht bekannt. Aber unabhängig davon stehen die zuständigen Stellen ja in permanenter Kommunikation. Natürlich ist ein solcher Vorfall wie jetzt in London Gatwick Thema für die mit dieser Fachthematik betroffenen Stellen. Dann wechseln wir zu Herrn Bachmüller. Bitte schön. Ja, eine Frage an Frau Demmer. Es gab gestern in Brüssel einen Rat der Umweltminister. Dort hat Deutschland als einziges Land Europas nicht einer Verschärfung der CO2-Grenzwerte für Lastwagen zugestimmt, offenbar nach einer Intervention des Kanzleramtes. Können Sie mal erklären, warum das Kanzleramt da eingeschritten ist? Und teilen Sie die Auffassung der Umweltministerin, dass diese Isolation Deutschlands wörtlich mehr als peinlich ist? Also, wie Sie ja wissen, haben sich die Umweltminister beim EU-Umweltrat gestern auf eine gemeinsame Position der Mitgliedstaaten zu einem Verordnungsvorschlag zur Festsetzung von CO2-Normen für Lkw und Busse für die kommenden Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament geeinigt. Mit dieser Verordnung würden erstmals auch schwere Nutzfahrzeuge in Ziele für die Verringerung der Treibhausgasemissionen einbezogen. So soll es auch für Nutzfahrzeuge verbindliche Grenzwerte geben, um den Ausstoß von Kohlendioxid bei neuen Modellen bis zum Jahr 2030 um 30% zu reduzieren. Wie Sie wissen auch, Sie haben es erwähnt, dass die Bundesumweltministerin sich gestern in der Abstimmung enthalten hat. Deutschland hatte den Kommissionsvorschlag unterstützt. Der Rat der Umweltminister ist in seiner Sitzung aber sehr kurzfristig substanziell davon abgewichen und deshalb war es nicht möglich, bis zur unmittelbar anschließenden angesetzten Abstimmung darüber eine abgestimmte Haltung in der Bundesregierung zu entwickeln. Der Beschluss des Rates wird ja nun im weiteren Verfahren mit dem Europäischen Parlament verhandelt. Zusatz. Und finden Sie das auch peinlich, dass Deutschland da alleine steht? Ausgerechnet wieder bei einem Klimathema? Die Aussagen der Ministerin stehen für sich. Ich habe jetzt erklärt, das ist ja ein ganz normales Prozedere. Wenn es innerhalb der Bundesregierung keine abgestimmte Haltung gibt, dann hat das zur Folge, hat das eine Enthaltung zur Folge. Und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass so etwas vorkommt. Herr Jessen.
Direkte Nachfrage ans BMU. Frau Schulze hat ja in dankenswerter Klarheit gesagt, sie hätte gern zugestimmt, aber das war wegen der Nichteinigung mit dem Kanzleramt nicht möglich. Heißt Kanzleramt in dem Fall Chefebene, Kanzlerin, oder ist das auf unteren Ebenen geregelt worden? Über diese nächtlichen Gespräche zwischen dem BMU und dem Kanzleramt will ich im Detail nichts sagen. Aber klar ist, dass Frau Demmer gesagt hat, dass wir uns nicht einigen konnten in diesem Moment und wir selbstverständlich deshalb uns enthalten haben. Aber nächtliche Gespräche lässt darauf nicht schließen. Nicht nächtlich, die waren nachmittags, glaube ich. Das, so schlimm war es nicht. Aber üblicherweise wird sowas doch, wenn es um solche Sachen geht, wir hatten ja auch schon vergleichbare Fälle, wo dann Enthaltungen resultierten. Das waren schon immer Ministergespräche gewesen. Ja, klar. Ja, danke. Dann wechseln wir das Thema zu Frau Timofeva. Frau Demmer, ich wollte erneut fragen über das Schreiben des russischen Patriarchen zur Lage in der Ukraine. Ist es verschwunden? Also, wir können mit Auswärtigem Amt nichts finden. Vielleicht hat doch die Bundeskanzlerin bekommen. Das Außenministerium. Also uns ist nach wie vor, jedenfalls im Auswärtigen Amt, kein solches Schreiben bekannt. Tut mir leid, Frau Timofeva. Und die Bundesregierung auch, weil also Brief war nicht eigentlich ans Auswärtige Amt gesendet, sondern persönlich an die Bundeskanzlerin. Wir hatten Ihnen ja letzte Woche unter drei eine Nachmeldung, also zugeschickt. Dazu habe ich keinen neuen Stand. Danke. Dann wechseln wir zu Herrn Reiche. Im Zusammenhang mit der Ankündigung, dass im Bundesamt für Verfassungsschutz die Kräfte, die mit Rechtsextremismus befasst sind, um 50% aufgestockt werden, wüsste ich gern von Herrn Alter, ob man die Leute schon zur Hand hat oder wie man sie rekrutiert. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz hat ja angekündigt, dass er das im kommenden Jahr tun will, mit den Mitteln, die ihm vom Deutschen Bundestag zur Verfügung gestellt worden sind. Mir liegen jetzt keine konkreten Hinweise oder Informationen darüber vor, wie viele dieser Stellen bereits besetzt sind und in wie vielen Fällen Personal noch gewonnen werden muss. Das müsste ich noch mal erfragen, ihr könnt es gern nachliefern. Und dann bitte auch, bis wann man die 100 Leute realistischerweise in Diensten hat. Liefere ich gerne nach. Dann warten wir auf die Nachlieferung. Und in der Zwischenzeit fragt Frau Lindner etwas zu einem anderen Thema. Ja, meine Frage geht ans Verkehrsministerium. Ich würde gerne mal wissen, es wurde ja angekündigt, dass bis Ende dieses Jahres die technische Richtlinie für die Nachrüstung von Diesel-Pkw vorliegen soll. Jetzt wird es ja langsam knapp. Ich wollte mal fragen, kommt das denn dieses Jahr noch? Wenn es nicht dieses Jahr kommt, wann kommt es denn dann? Es bleibt dabei, wie gesagt, die technischen Vorschriften werden noch bis Ende des Jahres kommen. Okay, dazu nichts weiter. In dem Tempo kommen wir schneller durch. Herr Grimm, mit dem nächsten Thema. Dann kommen wir noch schneller durch. Herr Jung. Ja, Thema Israel und Unterstützung der NGOs. Da gab es ja jetzt in den letzten Tagen noch ein bisschen mehr Medienberichte. Frau Demmer, können Sie uns vielleicht bestätigen? Die FAZ hat berichtet, dass während der israelisch-deutschen Regierungskonsultation im Oktober die israelische Seite Frau Merkel persönlich ein Schreiben, dieses siebenseitige Schreiben über die Finanzierung von NGOs, dass er ihr das übergeben hat. Können Sie uns das bestätigen? Und Frau Adebar, es heißt, dass das Auswärtige Amt auf hoher Arbeitsebene ein klärendes Treffen hier in Berlin mit den Israelis haben will, beziehungsweise haben wollte, aber die israelische Seite das ablehnt. Können Sie uns dazu mehr sagen? Also ich vielleicht zuerst, die Bundesregierung und die israelische Regierung stehen in engem und regelmäßigem Austausch zu zahlreichen Fragen. In diesem Rahmen werden selbstverständlich auch Informationen auf mündlichem und schriftlichem Wege ausgetauscht. Der Austausch umfasst auch die Arbeit ausländischer Nichtregierungsorganisationen in Israel. Über die konkreten Inhalte und vertraulichen Gespräche mit ausländischen Regierungen, wie schon erwähnt, können wir aber grundsätzlich keine Angaben machen. Ja, das Schreiben ist ja nicht öffentlich, aber ich verstehe das jetzt, dass Sie das bestätigen, dass es diesen Austausch über Nichtregierungsorganisationen gab. Wir stehen in einem regelmäßigen Austausch zu also vielen Themen und dazu gehört sicher auch immer wieder das Thema ausländische Nichtregierungsorganisationen. Darüber hinaus kann ich Ihnen keine Angaben machen.
Ich glaube, ich habe dem nicht viel hinzuzufügen. Wir stehen natürlich auch als Auswärtiges Amt mit der israelischen Seite zu Fragen der Förderung der Zivilgesellschaft, zu Projektförderungsfragen und dergleichen immer wieder in einem engen Austausch. Herr Hirsten. Frage ans BMZ. Das BMZ hatte ja vor einigen Tagen in dieser Causa erklärt, dass ein Schreiben der israelischen Regierung an sie mit diesem Inhalt nicht eingegangen sei. Das hatte auch niemand gesagt. Also Sie dementieren etwas, was gar nicht gefragt worden war. Dementieren Sie denn, dass Ihnen der Text eines solchen Schreibens, nicht in Form eines adressierten Briefes, aber ein schriftlicher Text, der diese 7 Seiten umfasst, und der von der deutschen Regierung unter anderem damit auch dem BMZ verlangt oder erwartet, dass die Unterstützung von NGOs eingestellt, mindestens überprüft wird, weil dies als Einmischung in die inneren Angelegenheiten Israels betrachtet wird. Möchten Sie dementieren, dass Ihnen ein solcher Text vorliegt und bekannt ist? Und dann die anschließende Frage, wie geht die Bundesregierung um mit einem solchen Begehren, Frau Demmer? Ich kann es ganz kurz machen. Mir ist weder ein Text noch ein Schreiben bekannt. Dieser Text, ein solcher Text, ist dem BMZ nicht bekannt? Richtig. Oder ist er Ihnen persönlich nicht bekannt? Er ist weder dem BMZ noch mir persönlich bekannt. Interessant. Ich kann ganz grundsätzlich sagen, dass die Bundesregierung im Ausland immer nur Projekte fördert, keine NGOs als gesamte Institution. Diese Projektförderung erfolgt nach einem innerhalb der Bundesregierung vereinbarten Verfahren immer in einer Einzelfallprüfung, insbesondere nach Prüfung der außenpolitischen Unbedenklichkeit. Und in Israel werden ausschließlich nach israelischem Recht registrierte NGOs bzw. Einrichtungen gefördert. Grundsätzlich gilt, die Förderung einer lebendigen Zivilgesellschaft ist erklärtes Ziel deutscher Außen- und Entwicklungspolitik weltweit. Und zur Unterstützung dieses Ziels fördert die Bundesregierung im Wege der Projektförderung, wie eben geschildert, nach Prüfung der Unbedenklichkeit, im Wege der Einzelfallprüfung Projekte von Nichtregierungsorganisationen, die eben den außenpolitischen Grundsätzen der Bundesregierung entsprechen. Also wenn zum Beispiel konkret in diesem Zusammenhang, in diesem teilweise nicht bekannten Schreiben kritisiert wird, dass auch aus Bundesmitteln Women for Peace unterstützt werden. Das ist ja kein Projekt, das ist ja eine Organisation. Dann sagen Sie jetzt praktisch, das findet nicht statt. Und wenn die israelische Regierung in diesem teilweise nicht bekannten Schreiben sagt, die Unterstützung solcher Organisationen, diese Organisationen würden israelfeindliche Ziele verfolgen, deswegen dürfe die Bundesregierung sie nicht unterstützen. Das nehmen Sie nur so zur Kenntnis oder weisen Sie das zurück als Bundesregierung? Wie gehen Sie damit um? Also sehen Sie mir nach, dass ich jetzt nicht über die einzelnen Förderbescheide informiert bin zu einzelnen NGOs. Deswegen habe ich hervorgeschoben, ganz grundsätzlich ist das die Art und Weise, der Weg und ist die Maßgabe, unter der wir fördern und wir fördern Projekte. Darüber hinaus habe ich nichts hinzuzufügen. Eine letzte Nachfrage von Herrn Jung. Ja, konkret zu diesen Projekten bzw. Organisationen, Frau Wolf. Das BMZ unterstützt zum Beispiel Coalition of Women for Peace, wie Herr Jessen gerade schon gesagt hat, und die Combatants for Peace. Das wissen auch die Israelis, das finden die doof. Werden Sie 2019 diese Organisation auch noch finanziell unterstützen? Und Frau Adebar, wie sieht das mit der Organisation GISHA aus, die das AA direkt finanziert hat bis dieses Jahr? Können Sie uns das fürs nächste Jahr schon sagen? Weil das würde ja Aufschluss darauf geben, wie Sie reagieren, ob Sie den israelischen Wünschen nachkommen. Zu der Frage kann ich Ihnen hier und jetzt keine Auskunft geben. Können Sie es nachreichen heute? Ich kann gerne nachfragen. Natürlich. Heute noch? Bitte? Kriegen wir das heute noch? So schnell wie möglich. Danke. Und Frau Adebar? Ich kann Ihnen auch zu der Organisation GISHA keine konkrete Auskunft geben. Wir sind in der Projektplanung 2019 und soweit ich weiß, sind da noch keine abschließenden Entscheidungen gefallen. Vielleicht ist es inzwischen so, dass einzelne Entscheide gefallen sind. Falls wir etwas nachreichen können, werden wir es tun. In unserer Projektplanung 2018 ist jetzt Herr Jordans dran. Danke sehr.
Ich wollte fragen, ob Frau Demmer oder Frau Adebar, vielleicht Herr Alter, was über die Aktivitäten der mutmaßlich chinesischen Hackergruppe APT-10 in Deutschland sagen können, die ja gestern von den USA und Großbritannien der Industriespionage in großem Umfang bezichtigt wurden. Gut, vielleicht fange ich da mal an. Die Bundesregierung nimmt die Bedrohung durch Cyberangriffe sehr ernst und das gilt völlig unabhängig von ihrem Ursprung und ihrer Intention. Indem Angreifer gezielt staatliche Stellen, multinationale Einrichtungen oder auch kritische Infrastrukturen und wirtschaftliche Akteure ins Visier nehmen, stehen solche Cyberangriffe für eine völlig neue Dimension der Bedrohung und sie stellen langfristig eine Gefahr für die freiheitliche Gesellschaft, unsere Demokratie und auch unseren Wohlstand dar. Wir verurteilen daher IT-Angriffe unabhängig von ihrem Ursprung und der mit ihnen verfolgten außenpolitischen oder kriminellen Intention. Deutschland ist entschlossen, gemeinsam mit seinen Partnern, vor allem innerhalb der Europäischen Union, gegen Cyberangriffe vorzugehen. In die von verschiedenen Partnerländern vorgenommene Zuordnung der Verantwortung für APT-10 zu chinesischen Regierungsstellen haben wir großes Vertrauen und wir erwarten, dass alle Länder Cyberaktivitäten, die gegen international vereinbarte Normen und Standards, wie eben die G20-Erklärung von Antalya 2015 verstoßen, also dass alle Länder das unterlassen oder unterbinden und auf keinen Fall dazu beitragen, solche Operationen zu fördern. Und die Bundesregierung betont erneut, dass das Völkerrecht im Cyberraum wie in anderen internationalen Bereichen gilt und dass die Staaten daran gebunden sind. Wir unterstützen nachdrücklich das Eintreten zahlreicher Staaten und anderer Akteure im Appell von Paris vom 12. November 2018 für Vertrauen und Sicherheit in den Cyberraum. Darf ich nachfragen? Weiß denn die Bundesregierung, ob APT-10 in Deutschland aktiv irgendwelche Unternehmen oder Regierungsstellen gehackt hat und hat man den chinesischen Botschafter in dem Zusammenhang irgendwie einbestellt oder zum Gespräch gebeten? Vielleicht zur ersten Frage. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat in Abstimmung mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz zeitnah Kontakt aufgenommen mit möglicherweise betroffenen Unternehmen in Deutschland und auch über die Erkenntnislage informiert. Das ist generelle Praxis des BSI. Wenn Erkenntnisse oder Informationen über Cyberangriffe vorliegen, potenziell Betroffene zu informieren und auch bei der Behebung des Problems zu unterstützen. Weitere Angaben kann ich aus Vertraulichkeitsgründen leider nicht machen. Wir können ja auch unter 2 oder 3 gehen. Ich habe keine Informationen, die ich weitergeben möchte. Dann ist Frau Adler dran. Ja, ich glaube, zu vertraulichen Gesprächen mit der chinesischen Seite, die es gibt, kann ich hier im Einzelnen keine Stellung nehmen. Es ist klar, dass die Themen, die auch Frau Demmer in dem Statement für die gesamte Bundesregierung angesprochen hat, natürlich Themen sind, die wir mit der chinesischen Seite offen besprechen. Außenminister Maas war auch kürzlich in China. Das sind Themenkomplexe, die eine Rolle in unserem Verhältnis spielen. Lernfrage, Herr Alter. Es ist ja hier immer von russischen, chinesischen, manchmal iranischen, amerikanischen Hackergruppen die Rede. Ist der Bundesregierung zumindest eine deutsche Hackergruppe bekannt? Gibt es in Deutschland Hackergruppen? Dazu liegen mir keine konkreten Informationen vor. Ich müsste jetzt spekulieren, reiche ich gern nach. Danke. Dann wechseln wir zu Herrn Brössler und einem anderen Thema. Sorry, der ist es. Frau Adebar, am 1. Januar wird Deutschland ja nicht ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Können Sie uns ein bisschen vorbereiten, welche Themen der Bundesregierung da am meisten Kopf zu sprechen bereiten, was zumindest am Anfang die Bundesregierung da beschäftigen wird? Ja, wir freuen uns, dass wir für 2 Jahre nicht ständiges Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen werden.
Und wir wollen uns dort aktiv und in enger Abstimmung mit unseren europäischen Partnern und auch in einer europäischen Art und Weise, die sozusagen als gesamtüberwölbendes Ziel über unserer Mitgliedschaft liegt, aktiv einbringen. Natürlich wird es Themen geben, die auf der Hand liegen, weil sie aktuell politisch sind. Themen, die wir uns setzen oder Schwerpunkte sind zum Beispiel Klima und Sicherheit. Der Nexus zwischen dem Klimawandel, der die zunehmende Sicherheit von immer größerer Anzahl von Staaten weltweit bedroht. Das betrifft Inselstaaten, das betrifft Staaten in Afrika, Staaten in Asien und auch wir in Europa spüren ja die Auswirkungen des Klimawandels, also diese Verbindung zwischen beiden. Die Auswirkung von Klima und Sicherheit ist eines der Themen, das wir im Sicherheitsrat voranbringen wollen. Ein zweites Thema, das wir im Sicherheitsrat voranbringen wollen, ist Frauen, Frieden und Sicherheit. Das heißt, wir werden uns für die Rolle von Frauen in Konflikten für ihren Schutz, für ihren humanitären Schutz und auch für Engagement zum Beispiel wiederum in Peacekeeping-Organisationen, also eine verstärkte Rolle von Frauen dort einsetzen. Das wird ein Thema sein. Und im März 2019 wird Frankreich den Vorsitz im Sicherheitsrat haben und unmittelbar darauf werden wir im April des kommenden Jahres den Vorsitz im Sicherheitsrat übernehmen. Wir planen dort eine Jumelage-Präsidentschaft. Das heißt, wir werden unsere beiden Turns aufeinander abstimmen und wir wissen auch jetzt schon, dass für die französische Seite das Thema Peacebuilding und Peacekeeping ein wichtiges sein wird und auch das wollen wir natürlich aufnehmen und dort zu diesem Thema weiterarbeiten. Zusatz, ja. Bitte. Nur nachgefragt, ist denn so eine Mitgliedschaft jetzt schwieriger geworden durch die Haltung der US-Regierung, dadurch, dass es eigentlich keine gemeinsame westliche Gruppe mehr gibt im UN-Sicherheitsrat? Wie operativ der Sicherheitsrat ist, wird sich in den einzelnen Dossiers, glaube ich, differenziert zeigen. Das ist ja auch jetzt schon so. Sie sehen zum Beispiel zu Syrien eine Blockade durch Russland. Da haben wir hier mehrfach drüber gesprochen. Ich glaube, 12 Vetos sind dort eingelegt worden. Natürlich ist es so, dass Amerika im Sicherheitsrat eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und wir gehen jedenfalls mit dem Ziel dort rein, unsere Themen, die ich gesagt habe, möglichst breit aufzustellen und für möglichst viel Zustimmung zu werben. Und wir hoffen, dass wir auch da mit der amerikanischen Seite in einen konstruktiven und verlässlichen Dialog treten können. Das ist zumindest mal das, womit wir starten. Herr Jung. Frau Demmer, als ich zuletzt mit dem UN-Botschafter geredet hatte, hatte der angekündigt, dass man versuchen will, sich mit den Franzosen zu verabreden, dass man immer zusammen abstimmen werde im Sicherheitsrat. Ist das jetzt offiziell? Also, dass es eine enge Abstimmung mit Frankreich geben wird, habe ich gerade dargestellt. Ja, ja. Die konkrete Äußerung des Botschafters ist mir jetzt nicht bekannt. Dass Europa insgesamt gerne möchte, dass es mit einer Stimme spricht und natürlich auch Frankreich und Deutschland möchten, dass wir mit einer Stimme sprechen können, ist, glaube ich, auch a given. Und das ist so der Ansatz, mit dem wir starten. Okay. Dann ist Herr Feld dran mit einer letzten. Da, das ist es. Eine Frage an Herrn Alter zum Thema Flughäfen, Sicherheit, mögliche Aussperrung. A, gibt es da neue Erkenntnisse, die Sie mit uns teilen können? Und etwas spezieller, die dpa berichtet von einer möglichen Spur, die nach Aachen führt. A, können Sie das bestätigen? Und B, können Sie uns da im Detail was zu sagen? Ich kann Ihnen sagen, dass wir die Maßnahmen, die getroffen worden sein sollen, aus den Medien kennen. Wir geben dazu aber keine Kommentierung ab. Ich bitte Sie, die Fragen an die zuständigen Behörden in Baden-Württemberg zu richten. Und im Übrigen ist es so, dass die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, in gefahrenabwehrender Hinsicht an den Flughäfen zunächst weiterhin aufrechterhalten werden. Dann sind wir am Ende. Da gibt es noch eine Nachlieferung. Bitte schön. Und zwar die Summe zu den Subventionen für Steinkohle. Von 1998 bis 2017 waren das insgesamt ca. 40,15 Milliarden. Und für 2018 bis 2022 sind ca. 2,7 Milliarden vorgesehen. Und eine weitere Nachlieferung haben wir auch schon. Ja, vielleicht zum würdigen Abschluss der heutigen Tag möchte ich noch Eigenwerbung machen, aber in guter Sache. Das BMF hat auch dieses Jahr eine Weihnachtsmarke herausgegeben für alle die noch nicht ihre Weihnachtspost verschickt haben oder sich jetzt angeregt fühlen, das mal wieder auf klassischem Wege zu tun. Diese
Wohlfahrtsmarke ist mit einem zusätzlichen Betrag von 30 Cent versehen, die einem guten Zweck zugutekommt. Und bitte Sie sozusagen, wenn Sie sozusagen noch Marken kaufen, doch daran zu denken, dass dieses Angebot besteht. Vielen Dank und schöne Weihnachten. Genau. Ich wünsche auch allen wunderbares, entspanntes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Wobei ich bin hier nochmal vor Silvester. Also bevor weiß wir nicht, wie das den anderen geht. Bevor wir zum guten Rutsch kommen, erstmal frohe Weihnachten allen Kollegen. Und vor dem guten Rutsch sehen wir uns in einer Woche nochmal in diesem Format hier wieder. Bis dahin, alles Gute. Answer.